Servus Performance Flow Friends, ihr habt abgestimmt in Instagram und 92% haben gesagt, wir wollen YouTube-Videos sehen, wie der Victor umgebaut wird, und jetzt sind wir hier. Ja, Performance Flow Friends, viele haben ja diese Sternenhimmel, diese Ambientebeleuchtung, und ich weiß, dass es jetzt auch viele unter euch geben wird, die sagen würden, warum ist er nicht zu mir gekommen? Da muss ich sagen, da war der Michael einfach schneller. Und wir haben gesprochen gehabt, weil er ist schon seit 2020 Mitglied der Familie, ja, der Performance Flow Familie. Und immer wieder habe ich gesagt, Gianni, das wäre doch was für dich. Oder immer wieder habe auch ich unter seine Bilder geschrieben, oh, das wäre schon geil. Und jetzt ist es soweit. Ich bin hier bei Karl-Heinz Nägele und wir gehen jetzt richtig ran. Wir haben jetzt schon mal soweit die Sitze ausgebaut beim Victor und haben soweit alles vorbereitet. Und was bekommt er? Der bekommt zum einen Ambientebeleuchtung, beleuchtete Luftdüsen, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ja, und Sternenhimmel. Also man kennt ja auch diese eine V-Klasse mit dem AMG-Motor, von wem ist das nochmal? GRD Motors. Genau, von denen kennt man. Die haben auch Ambientebeleuchtung bekommen, richtig geile Idee mit dem AMG-Motor, an der Stelle viele liebe Grüße. Aber ich habe noch keinen einzigen Victor gesehen mit Sternenhimmel. Also ich habe wirklich auch in YouTube geguckt, korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare, wenn ich mich täusche. Aber ich habe tatsächlich mal geschaut, ich habe keine V-Klasse gefunden mit Sternenhimmel, und deswegen umso geiler für uns. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen hier mal ein paar Vorherbilder und dann melden wir uns wieder zurück. Ja, Performance Flow Friends, nicht wundern, das ist komplett Do-It-Yourself Gianni Edition. Hier mit den Zigarettenanzünder und so, weil ich wollte schon immer Beleuchtung haben, weil wir ja auch viel nachts unterwegs sind, auf Heimfahrt dann meistens oder ganz früh morgens, und da brauche ich es einfach ein bisschen heller. Also das ist komplett Do-It-Yourself und deswegen, das gehört natürlich nicht dazu. Das kommt jetzt wahrscheinlich dann auch weg, das sehen wir dann, wie wir das am Schluss machen. Was schätzt, wie viele Autos hast du schon auseinanderbaut? 300-400 auf jeden Fall. Krass. Also bei mir ist meistens so, wenn ich dann doch mal am Auto rumschraube, dieser Moment, wenn du fertig bist und du hast keine Schraube mehr übrig, einfach legendär. Das ist der beste Moment, den man haben kann. Genau, richtig. Und wenn du dann noch eine Schraube übrig hast, dann kotzt du komplett ab. Also so bin ich zumindest, weil ich muss dann suchen, wo gehört die Schraube hin, sonst kriege ich einen Vogel. Mittlerweile weiß ich, wo jede Schraube ist, wo sie hingehört und welche zeig mal Größe. Zeig mal kurz, wie groß war das? Okay. Also, weil es geht ja auch immer wieder drum, Performance Floor, boah, fällt da Schraube oder irgendwas durch. Und ja, du arbeitest ja jeden Tag hier fast drauf. Wie viele Schrauben gehen wirklich durch? Keine einzige. Ja, so muss das. Gut, jetzt gibt es auch viele, die sagen werden, ja, ist klar, dass er das sagt. Aber du würdest mir auch sagen, wenn es wirklich nicht so wäre, oder? Definitiv. Ja. Wir können es auch gleich nochmal beweisen. Die kleinste Schraube in einem Auto, die passt hier nicht durch. So stark. Ja, schön. Michael, was machen wir denn jetzt? Also jetzt aktuell werden alle Türverkleidungen demontiert. Wir werden die komplette Mittelkonsolenpartei bzw. das ganze Armaturenbrett zerlegen. Alle Luftdüsen kommen raus und werden dann zum Schluss getauscht. Später werden wir dann sämtliche Seitenteile entfernen, wo auch dann Lichtleiter eingebracht werden. Und ganz besonders der Himmel, der muss komplett raus. Und um dies zu ermöglichen, müssen wir die B-Säule demontieren, die C- und D-Säule demontieren. Ja, juhu. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Hätte ich das gewusst, ich habe erst letzte Woche die Gurte eingebaut, dann hätte ich es gleich weggelassen. Ja gut, also, wir fangen an. Ich tue zwischendurch mal wieder filmen. Luki schneidet da was Geiles zusammen dann. Und dann würde ich sagen, let's go. Ja, wir hatten gerade hier ein spannendes Thema. Michael hat mir gerade hier was gezeigt, und zwar diesen Plan hier. Erzähl's nochmal bitte. Also, das ist ein Teil eines Schaltplans von der C-Klasse. Es geht darum, ich biete an, sowohl die Originalnachrüstung von ambiente Beleuchtung als auch die mit Nachrüsterware. Man kann auch die originalambiente Beleuchtung immer erweitern, und man braucht dazu aber
ein Know-how und diese Pläne. Dies zum Beispiel zeigt die Anschlüsse von einem ambiente Beleuchtungssteuergerät. Man hat hier die LEDs von den Fußräumen vorne und hinten und anhand von diesen Plänen werden dann Kabel vorkonfektioniert und ins Auto reingelegt und somit dann alle LEDs versorgt. Anschließend wird das Ganze noch programmiert und die Anzahl der LEDs im Fall einer Erweiterung im Programm erhöht und das Fahrzeug weiß ganz genau, was es mit der LED machen muss und wie sie angesteuert wird. Krass. Wie lange braucht man, um so einen Plan zu studieren, dass man wirklich weiß, was das Sache ist? Also je nach Fahrzeug und wenn man weiß, es ist schon mal das gleiche Steuergerät, dann geht es relativ schnell. Das erste Mal, wo ich so einen Schaltplan angeguckt habe, dachte ich mir auch, oh mein Gott. Klar. Aber mit der Zeit geht das alles von der Hand. Und ich sag mal so 10, 20 Minuten, wenn man mal drüber guckt und weiß, was man braucht und das Ganze dann zuordnen kann, dann weiß man auch, was man verlegen muss. Tja, Performance Law Fans, da ist ein Verlegeplan von Performance Law doch deutlich einfacher und übersichtlicher. Krass. Ja, ihr sollt ja auch ein bisschen was lernen in dem Video, beziehungsweise auch ein bisschen Background-Info bekommen. Deswegen nehmen wir uns da auch gern mehr Zeit, dass das Video auch nicht so langweilig wird, ja? Sondern informativ bleibt. Achtung, Achtung, Information. Erklär mal, das linke ist eine LED, gell? Genau, also diese LEDs sind zu 90% im Mercedes verbaut. Es gibt natürlich auch noch andere Bauformen. Das ist so die größte, die man haben kann. Das ist so ein Mittelding. Das wird meistens für Signalanzeigen, ist der Taster belegt, ja oder nein, gemacht. Und das hier, diese kleine, wie man im Vergleich zu dem 1-Cent-Stück sieht, ich lege es mal direkt auf die Weltkugel, ist jeder Taster, so ist jeder Taster-Hintergrund beleuchtet. Von dem Lenkrad? Vom Lenkrad, von allen Bauteilen, vom Fensterheber, vom Radio und. Also das Kleine ist auch eine LED, das ist total verrückt, oder Leute? Michael, was hast du aus meinem Auto gemacht? 1000 Teile, ich habe schon gesagt, hoffentlich kriegen wir das nachher zusammen, sagt, da kriegen wir schon hin. Also, Victor ist jetzt wirklich komplett nackt. Fehlt nur noch der Himmel, gell? Ja. Aber sonst Türen nackt, Armatur nackt. Also, da sieht man erstmal, wie so ein Auto aufgebaut ist. Und ich kann es kaum erwarten, auch jetzt. Man sieht es hier im Hintergrund, wir gehen gerade hinten rum. Gucken auf Seite. Also man sieht auch im Hintergrund hier alles schön nackig. Und was man jetzt auch sieht, waren die Boxen. Ich habe ja an der Essen Motor Show auch die Boxen umbauen lassen. Auch da den Subwoofer einbauen lassen. Auch hier liebe Grüße, Berg 45, vielen Dank dafür. War auch mega cool. Und jetzt sind wir an die hinteren gekommen. Und jetzt habe ich gerade so gesagt, du, wenn man da jetzt dran ist, ist das ein großer Akt, das wegzumachen. Dann habe ich gesagt, schon das Schrauben und Clips nochmal wegmachen. Also, kurzerhand habe ich gesagt, ach, kein Problem, hier gibt es jemand, da fahren wir geschwind hin und holen die Boxen. Und ja, auch da vielen Dank für den Service, ja, dass Gerne. Du mich da einfach hinfährst und wirklich mega cool. Also tauschen wir auch noch kurz die Lautsprecher hinten aus, verbauen da die hier, Hashtag Schleichwerbung. Und ja, machen jetzt weiter mit dem Himmel, kurzer Zwischenstand einfach für euch und weiter geht's mit dem Zeitraffer. Wir haben es jetzt gerade momentan von der Anordnung der Sterne und auch Sternschnuppen. Schnuppen. Schnuppen, ja. Schnuppen. Hast du Schnuppen? Ja, genau. Das heißt, auch hier jetzt der Himmel praktisch von oben, von der hinteren Seite gesehen. Da ist vorne, da ist hinten. So, und jetzt haben wir es von der Anzeichnung. Wie gesagt, ich würde hinten beginnen an einer Seite. Und erst einmal so grob die Richtung anzeichnen, wo man sagt, man fängt mit einer Sternschnuppe an. Die wird mit Unterbrechung laufen und läuft dann, sagen wir mal, hier in etwa aus. Mhm. Und das zweite wäre dann wiederum versetzt noch eine Sternschnuppe, die kann man ein bisschen gerade wählen oder auch wieder etwas diagonal. Da fangen wir noch weiter hinten an, dass wir ein bisschen Versatz drinnen haben. Grob. Und werden die dann auch weiter vorne fortführen oder hier weiter hinten, je nachdem. Ich bin dann weiter vorne, oder? Wie gewünscht.
Kann man alles im Nachgang noch bestimmen, wenn man bei der Umsetzung sind, wenn man sagen, okay, dann machen wir doch noch ein bisschen anders oder gerade oder wie auch immer. Da sind wir recht flexibel. Und jetzt heißt es Punkte anzeichnen. Juhu, freue ich mich jetzt schon drauf. Bohren und ganz, ganz viele Glasfasern durchstecken. Ja. Also wir haben jetzt die ersten Mal angezeigt, beziehungsweise Michael hat das gemacht. Und ich habe am Anfang gedacht, so 50 ist eine Menge wenig, aber diese ganzen Punkte hier, das sind jetzt 50 Punkte. Das heißt, das sind nachher 50 Sterne. So, der Chef persönlich muss auch mal herhalten, ha? Immer doch. 49, 50. Wow, wunderbar. Das tut man nicht für sein Auto, ha? Ja, wer sein Auto liebt, der sticht und malt und schiebt auch ab und zu mal. Doch, also das sind jetzt auch 50. Ob das was wird. Ja, das sieht bei mir eher aus wie Pumuckl. Bei dir sieht es doch nur ein bisschen strukturierter aus. Es soll ja nicht strukturiert aussehen, aber es sieht trotzdem strukturiert aus. Egal. 50, hast du gesagt, immer einen Strich. Dass wir genau wissen, jetzt haben wir 100, ne? Genau. Er lernt auch schnell. Ja, und tiefenentspannt, siehst du? Das ist ein toller Job. Ich glaube, ich wechsle. Wann kann ich anfangen? Morgen. Ja, 400 Euro. Morgen machst du dein Auto selber? Ja, spitze, hey. Da muss ich auch nichts zahlen. Das werden wir noch sehen. Ja. Ja, tatsächlich auch hier an der Stelle, ich zahle was. Ich bin nicht so ein Influencer, bin ich ja sowieso nicht, aber der da immer sagt, hey, umsonst, 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 sondern Arbeit ist was wert. Bei uns, bei anderen, deswegen auch da völligen Respekt vor jedem, der diese Arbeit macht, vor allem vor dir. Danke. Und deswegen, ja, das macht Spaß. Ich mach mal weiter, ne? Ja, bis dann. Eins, zwei, drei. So, was haben wir jetzt da? Also das ist das Sternschnuppenmodul. Wir haben hier 12 LEDs, die einzeln nacheinander ansteuerbar sind, durcheinander. Man kann alle gleichzeitig leuchten lassen. Das kann man dann alles einstellen in einer Handy-App oder man kann es über Fernbedienung steuern. Und das agiert mit dem Hauptmodul, das ich bereits hinten mal grob positioniert habe. Im cool. Fahrzeug. Zeig mal. Wir gerne mal hin. Ja. Kurze Frage, wie oft hast du dein Performance-Loss denn sauber gemacht? Noch nie. Noch nie? Noch nie. Seit 2020? Ja. Und wie oft machst du den Fliesenboden hier sauber? Jede Woche eigentlich. Echt? Ja. Krass. Also das ist jetzt nicht abgesprochen, also es war jetzt ein kompletter Überfall. Ich möchte jetzt auch mal zeigen, wie es bei dir aussieht. Nein, Spaß. Aber schon krass, ey. Also ja. Dafür sieht er richtig gut aus. Ja, definitiv. Ohne mich selber loben zu wollen oder uns. Ja. Verkleidung von der V-Klasse. Und hier unten drunter wird dann im Endeffekt das Modul sitzen. Ich habe es grob positioniert jetzt. Man kann sich das dann so vorstellen, dass hier dann so ein ganzes Bündel an Glasfasern direkt in den Himmel reinragt und von hier aus gesteuert wird. Krass. Krass, krass, krass. Und wo holst du dann den Strom für das Modul? Das hole ich mir vom Zündungsplus an den Steuergeräten, die hinten verbaut sind. Okay. Also Leute, ihr seht, man muss da schon ein bisschen Ahnung von haben. Also ich glaube, es ist nicht empfehlenswert, das komplett zu sagen, oh ja, ich mache das jetzt einfach mal. Kann man was kaputt machen? Man kann alles kaputt machen, was man zerlegt, vom Zerbrechen über ein Steuergerät schießen, wenn man es falsch anschließt oder sich den Strom holt. Das Risiko ist immer da. Ich sage, man muss sich trauen, aber wenn man sagt, man hat zwei linke Hände und will auf Nummer sicher gehen, dann ist es am besten, wenn man wirklich zu einem Fachmann geht oder jemanden, der es schon öfters gemacht hat. Kultur, wenn man zu dir geht. Wenn man zu mir kommt. Genau, richtig. Also zu dir. Ja, okay. Ja, kommt, perfekt. Dann, kommt zu mir. Ihr seht, ich mache euch das. Ist überhaupt kein Problem. Du hast vorher gesagt, die kommen von Dortmund. Also du hast den Ruhrpott. Von Rügen oben kommen sie sogar runterfahren. Von aus der Schweiz. Wien, Schweiz. Ist ganz egal eigentlich. Es hat sich eigentlich rumgesprochen. Ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Und habe mich spezialisiert auf Mercedes. Natürlich sind auch andere Fahrzeuge möglich. Es gibt individuelle Lösungen. Mhm. Es gibt auch Lösungen, die immer über das System gesteuert werden. Es kommt hier aufs Fahrzeug an. Hier in dem Fall wird dann die Ambientebeleuchtung über das System gesteuert. Es wird im Anschluss dann kodiert, dass man es dann einfach so einstellen kann. Ja, mega. So, das
sieht momentan so aus. Unterm Tisch sieht es noch viel, viel chaotischer aus, weil das ganze Zeug runterhängt. Wie viele das letztendlich sind, das schätzt ihr mal. Das heißt, da schreibt ihr einfach mal in die Kommentare rein, was schätzt ihr, wie viele solche Streben sind hier verbaut, wie viele Sterne sind hier verbaut. Würde mich mal interessieren, ob es welche gibt, die da richtig liegen. Wir können auch ein kleines Gewinnspiel draus machen, da überlege ich mir noch was zum Schluss hin. Das heißt, auf jeden Fall zum Schluss nochmal schauen, da kommt was. Genau, das heißt, wir sind jetzt hier soweit fertig, beziehungsweise kommen jetzt noch dickere Sterne hin und dann können wir den Himmel auch schon bauen. Du hast eine Nachricht bekommen. Danke. Gerne. Ich werde es mir später angucken. Ja, okay, gut. Hast ja gerade keinen frei. Gut, okay, machen wir weiter. Und wie sieht's aus? Ja, der Himmel ist fertig. Jetzt kommt er rein. Wir zeigen ja nicht alles. Es gibt ja auch sowas wie Betriebsgeheimnis, natürlich was Neues. Joa. Was andere nicht unbedingt sehen müssen. Aber ja, ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf. Ich kann es kaum erwarten. Ich tue es mal oberhalb filmen. So. So sieht das jetzt aus, ja. Und jetzt machen wir, Moment, 1, 2, 3 und. Herr Wormsloff Friends, was soll ich sagen? Also Michael oder Michel, das hat mal einen richtig geilen Job gemacht. Und wer auch Bock auf sowas hat, kann ich wärmstens empfehlen. Ich weiß, ihr wisst ja, ich empfehle nur Sachen, wo ich auch überzeugt von bin, wo ich weiß, das passt. Und hier passt sowas von, sei es Kundenservice, sei es Wohlfühlen. Also ich wurde wirklich versorgt. An der Stelle auch vielen Dank für Speis und Trank. Auch ein großes Dankeschön an der Stelle an unsere Frauen. Ich sage bewusst unsere, weil wir haben beide Kinder und die mussten auch ziemlich verzichten das Wochenende. Es ist jetzt genau 4.07 Uhr, das heißt, war doch ordentlich, hat geknackt. Und ja, jetzt geht es direkt weiter dann in 3 Stunden zu Osram und da kommt dann Teil 2 von Viktors Umbau. Also, haben wir noch einen Rabatt raus? Was haben wir für einen Rabatt raus? 10%. 10%? Also, 10%. Performance Law Friends, einfach sagen, dass ihr vom Performance Law kommt. 10% kriegt ihr dann vom Michael Car Lighting Nägele. Jawohl, guckt mal in Instagram auch bei dem guten Mann vorbei. Schaut, was er alles so kann. Also das Ding hat mal richtig reingehauen. Ich habe noch ein Gewinnspiel raus. Was schätzt ihr, wie viele LEDs sind hier in der Decke verbaut? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo da, Glocke aktivieren. Vielen lieben Dank. Und jetzt sage ich wie immer, mit einem Klick zum perfekten Auftritt. Bis dann, macht's gut. Ciao.